Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Pokémon Schwert. In der letzten Folge haben wir die erste Arena-Challenge hier abgeschlossen gegen den Pflanzentypi. Hat JC richtig gut gemacht. Ich habe eben nochmal in die Pokémon reingeschaut und mir sind zwei Sachen aufgefallen. Die erste, super dumm, dass ich Nickel diese Schuhe gegeben habe. Deswegen werde ich ihr dieses Item wieder wegnehmen. Denn Nickel hat ja die super coole Fähigkeit, Pokébälle, die wir verhauen haben, wieder einzusammeln. Aber wenn sie natürlich ein Item hat, dann kann sie ja kein Pokéball mehr tragen. Das macht Sinn, oder? Deswegen geben wir die Plateauschuhe jetzt an Evoli weiter. Jeder hatte diese Plateauschuhe irgendwie schon mal an. Und zur zweiten habe ich noch gesehen, wenn man zum Beispiel hier mal bei Lizzie reinguckt, in den Bericht, dann sieht man zum einen, wie viel XP der noch braucht. Und man kann ihn auch irgendwie markieren mit irgendwelchen Sachen. Hier, kriegst du ein Herzchen, Lizzie, bitteschön. Keine Ahnung. Und man kann aber auch sehen, in welchem Bereich dieses Pokémon halt mega gut ist. Hier, Lizzie ist zum Beispiel besser in Spezialangriff als in zum Beispiel Angriff. Also normale Angriffstypen ist sie nicht so geil. Und auch was sie sonst so für Fähigkeiten hat und ihr Dynamax-Level ist 1 und bla bla bla. Kennt man ja soweit, auch ihre Attacken und so. Aber man kann ja auch noch sehen, sie ist hitzig drauf. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber das hat bestimmt irgendeine Bewandtnis. Und sie prügelt sich gerne. Auch sehr interessant. Aber das Interessanteste fand ich hier diese Bänder. Und ich habe ja in einer der letzten Folgen angesprochen, ich glaube sogar in der letzten, dass ich dieses Gimmick mit dieser Talentshow richtig geil fand. Und diese Bänder, die hat man dafür bekommen. Also ich bin jetzt guter Dinge, dass es in diesem Spiel vielleicht auch Bänder gibt. Fände ich auf jeden Fall mega nice. So, was werden wir jetzt machen? Wir gehen hier natürlich gleich weiter. Ich habe schon in den Kommentaren gelesen von Reinick zum Beispiel, dass ich mal in die Naturzone gehen soll und mir da einen Feuerstein holen soll. Aber Leute, wir machen jetzt erstmal was anderes. Und zwar benennen wir erstmal unser Evoli um. Denn ich habe endlich einen Namen für ihn gefunden. Und sein neuer Name lautet Exandros. So. Und das ist aber nicht das Einzige, sondern wir werden diesen Exandros jetzt auch noch ein Blattstein geben, wollte ich eigentlich. Warum ist das wirkungslos? Das würde keine Wirkung zeigen. Aber Evoli hat doch eine Blattentwicklung. Oder muss er dafür erstmal auch im speziellen Level sein? Das kann natürlich auch sein. Was vielleicht noch sein kann, ist, dass dieses Evoli nicht funktioniert, weil es das Evoli aus Let's Go ist. Das habe ich ja geschenkt bekommen. Und ich glaube, das kann sich allgemein nicht entwickeln, weil in Let's Go hat es sich ja auch nicht entwickelt. Dann probieren wir das einfach mal mit dem anderen Evoli hier aus. Das ist aber natürlich weiblich. Das ist doch alles blöd. Und du, bist du männlich? Du bist auch weiblich. Okay, Leute, wir machen das jetzt nochmal ganz anders. Wir packen hier unser jetziges Exandros. Das muss allerdings in eine Special Box, weil das ist ja das coole Dynamax Exandros, oder was? Oh Gott, der hat aber kein Dynamax Level. Ich bin so verwirrt dadurch. Warte, wir schauen erstmal, ob das allgemein geht, ob meine Theorie hier richtig ist, dass das einfach das Let's Go Evoli ist. Dann müssen wir das gleich nochmal umbenennen. Wenn ich jetzt nochmal in den Beutel gehe. Ah, guck, bei dem Evoli geht das nämlich. Okay. Das liegt daran, dass es das geschenkte Evoli ist. Das ist ja richtig dumm. Gut, dann fange ich mir ganz kurz hier noch ein Evoli und in der Zwischenzeit können wir auch eigentlich nochmal einen Dickda fangen. Warum nicht? Die sind jetzt anscheinend wieder da. 24 Stunden später, das ist doch schön. So, mal gucken. Ach, scheiße, JC ist draußen. Der kriegt natürlich mega auf die Fresse von so einem Dickda. Nee. Memeon, du gehst schön wieder da. Was? Wieso geht das nicht? Warum nicht? What the fuck ist hier los? What the fuck is hier los? I don't have... Okay, dann konfusiere ihn. Oh. Der macht... Ja, das zieht doch viel zu viel ab. JC überlebt das nicht. Ja, der ist halt richtig gut gegen Feuer. Was soll ich denn da machen? Sei mal bitte konfust. Genau. Aber wir müssen ihn jetzt trotzdem auswechseln. Wieso darf ich das nicht? Hat das Dick da irgendwas Krasses bei sich, dass ich die Pokémon nicht wechseln darf? Einwechseln. Warum denn nicht? Darf Lizzie rein? Ich kann gar kein Pokémon auswechseln. Yo. Okay, wir flüchten. Wir dürfen nicht flüchten. Der hat irgendwas dabei. Was ist das für ein Dick da? Hey, hier steht nicht mal, was er hat. Okay, der hat irgendeine Kacke dabei. Okay, ich setze einfach mal einen Ball ein. Und zwar gleich einen Superball. Weil, warum nicht? Kein Bock, dass mein JC jetzt stirbt. Das ist ja richtig Kacke. Bitte bleib drin. Du hast zwar noch volle Leben, aber du bist nur Level 17. Come on, bleib einfach drin und dann ist alles cool. Dankeschön. Oh mein Gott. An dem Dickda fast verreckt. Das wäre nicht so geil gewesen. Okay, so. Haben wir auch einen Dickda, das ist doch schön. Ein Maulwurf-Pokémon bewegt sich ein Dickda unterirdisch fort, pflügt es dabei den Erdboden gleich mit und bereitet so den Anbau von Feldfrüchten vor. Wie ein Regenwurm.
oder auch ein Maulwurf. Das ist korrekt, Leute. Deswegen ist es ja auch ein Maulwurf-Pokémon. Achso, und ich habe von Rannik auch erfahren, dass sich JC, also unser Vulpix, nur weiterentwickelt, wenn wir einen Feuerstein haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall auch noch einen Feuerstein irgendwo finden. Und zwar nicht Friedfeuerstein, sondern einen richtigen Feuerstein. Und hier müsste jetzt doch irgendwo bitte ein Evoli sein, das wäre richtig knorke. Evoli, ja, endlich! Oh mein Gott. Hat das lang gedauert, dieses Evoli zu finden? Bitte sei männlich. Mehr will ich gar nicht. Ich will einfach nur, dass du männlich bist. Bitte sei einfach nur männlich. Good job. Okay, er ist männlich. Müssen wir wahrscheinlich gar nicht schwächen. Na komm. Du bist ein gutes Evoli. Du bleibst einfach im Superball drin. Und dann ist alles cool. Oder? Du willst auch in meinem Team sein. Hallo, ich würde dir sofort einen Blattstein geben, weil ich so nett bin. Na gut, dann bekämpfen wir dich halt erstmal. Hier ein Klaps. Bitte stirb nicht daran, nur weil ich 10 Level über dir bin. Sehr gut, Evoli. Damit beweist du mir. Du musst mir jetzt erstmal in deinem Kampf beweisen, dass du auch in mein Team gehörst. So. Deswegen musst du mindestens 2 Klapse aushalten. Und du musst mein Memeon in den roten Bereich bringen. Nein, Quatsch. Aber wenn du es schaffst, dann bist du natürlich mega krass. Dann bist du mein liebstes Evoli. Na? Nein, er macht guten Schlag. Er hat halt diese normalen Attacken nur drauf. Aber es ist bestimmt ein ganz tolles Evoli. Weil es so lange gedauert hat, den zu finden. So, ich habe Angst, dass ein nächster Klaps den noch töten würde. Wegen, jetzt kriegst du aber trotzdem... Oder doch einen Superball? Weil es Evoli ist, Leute? Weil es Evoli ist? Er kriegt einen Heilball. Komm, er kriegt einen Heilball. Ich möchte nicht, dass man da einen normalen Pokéball wirft. Wenn er freikommt. Deswegen ist das schon okay, dass er hier so einen Specialball bekommt. Damit die Leute jetzt nicht sagen, oh, das ist ja voll Sexismus, habe ich extra diesen pinken Heilball genommen, weil der ein bisschen weiblich ist. Ist auch Sexismus, ne? Pink, weiblich, das geht gar nicht. So, okay, den nennen wir jetzt auf jeden Fall nochmal Exandros. Jetzt haben wir halt 2 Exandrososos. Und ein bisschen doof, dass ich jetzt das geschenkte Evoli nicht verwenden kann. Aber wenn es sich nicht weiterentwickeln kann, ist das halt einfach scheiße. Ach, schön, haben wir unser Evoli. Kann doch mal kurz angucken, was für ein Temperament der hat. Oh, er hat die Fähigkeit Anpassung. Das ist natürlich mega geil. Das erhöht die Stärke von Attacken, die dem Typ des Pokémon entsprechen. Heißt, wenn wir ihn jetzt zu Pflanze machen und ihm dann Pflanzen Attacken geben, dann werden die noch stärker. Ich hoffe, er behält das bei der Entwicklung noch bei. Er ist robust und stolz auf seine Stärke. Ich finde, das passt alles sehr gut zu Pflanze. Oder was meint ihr? Ich finde schon. Und deswegen, Exandros, bitte verwandle dich zu Foliburba. Evo! Nanu, Exandros entwickelt sich. Wie kann das denn passieren? Habe ich ihm etwa einen Blattstein aus Versehen gegeben? Gibt's ja gar nicht. Das war eine sehr schnelle Entwicklung, holy shit. Ja, wir haben ein Foliburba. Da habe ich noch nie, ich habe das Pokémon schon mal gesehen, aber noch nie diesen Namen gelesen. Aber interessant. So, jetzt habe ich auch mal zum allerersten Mal ein Pflanzen-Evoli. Geil, ey. Finde ich sehr gut. Ein Unreif-Pokémon. Die Bewohner Galars mögen den eigentümlichen Geruch, den seine Blätter verströmen. Als Parfüm ist er sehr beliebt. So, haben wir ein neues Mitglied im Team. Und er will Rasierblatt erlernen. Natürlich darfst du Rasierblatt erlernen. Statt deinem Rutenschlag. So, und eine Sache. Wir gehen gleich wirklich los. Dauert mega lang hier alles. I'm sorry. Aber ich will jetzt gucken, ob er immer noch... Nein, er hat seine Fähigkeit verloren. Jetzt hat er Flora-Schild, verhindert bei Sonnenschein Statusprobleme. Ist auch ganz geil. Und guck mal, jetzt ist seine Verteidigung höher gegangen und seine Special-Verteidigung runter, oder was? Ich glaube, das andere ist genauso geblieben, aber seine Verteidigung ist höher gegangen. Ja, passt schon. Okay, cool. Hat sich sein Temperament jetzt auch geändert? Ne, immer noch robust und ist stolz auf seine Stärke. Okay, das bleibt wenigstens erhalten bei der Evolution. Dass er seine Fähigkeit verliert, ist ein bisschen merkwürdig. Aber ist okay. Ja, dann willkommen im Team, Exandros. Meine erste Amtshandlung ist natürlich, dich zu heilen, damit du dich hier auch mal im Pokécenter drin siehst. Sieht aber schon geil aus, dieses Evoli. Also ich habe euch auch in der letzten Folge gefragt, welche Evoli-Entwicklung ihr sehen wollt, oder in der vorletzten, ich bin mir ganz sicher. Kam nur eine Antwort zurück, und zwar von der Nicole, die meinte, nach Tara ist ganz cool, aber da braucht man halt ein Ober... Hier ist noch irgendwas versteckt, alles klar, danke. Ein richtig krasses Freundschaftslevel braucht man dafür.
Und da habe ich keinen Nerv für. Deswegen wird es jetzt erstmal ein Blatt-Pokémon. Ich habe auch den Exantros gefragt, ob er damit okay ist. Eigentlich wollte er ein Vogel-Pokémon sein, aber ich habe noch jemand anderen, der ein Vogel-Pokémon sein will. Deswegen geht's erstmal so. Gut, ich würde sagen, wir kämpfen auch gleich einfach mal mit dem. Warum nicht? Ist zwar nur Level 14. Wir sind nur Level 14. Verdammt. Wehe, du stirbst mir gleich weg. Hallöchen, wir können jetzt endlich kämpfen. Oh nein, ein Doppelkampf? Zeit für ein Hautner-Interview mit einem Arena-Challenger. Was würde sich dafür besser eignen als ein Pokémon-Kampf? Ein gutes Team aus Trainer und Pokémon strahlt regelrecht vor der Kamera. Mhm. Guck mal, er hat auch so ein Knospel-Dospel auf seinem Shirt drauf. Witzig. Lynne und Scott. Unser erster richtiger Kampf hier. Und er nimmt alles auf. Oh mein Gott. Was ist das für ein Pokémon? Das linke. Und auch das rechte. Ich kenne beide nicht. Klick und Iguana. Klick und Klack wäre witzig. Okay, unser erster Doppelkampf, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir setzen hundertprozentig Rasierklinge ein. Trifft sogar beide. Wie gut ist das denn? Und wir haben jetzt JC an zweiter Stelle. Und ich trifft auch beide. Ja, moin. Ich habe einfach die besten Pokémon für so einen Doppelkampf. Ich glaube, Feuer ist sehr gut gegen Stahl. Ja, gegen Klick ist das auf jeden Fall sehr effektiv. Und ob Rasierblatt da irgendwas kann, ist nicht sehr effektiv. Okay, schade aber auch. Der sieht interessant aus. So ein ähnliches Pokémon gab es auch schon mal, wie dieses Elektro-Pokémon da, wie Iguana. Aber gut. Ladestrahl. Ach, das ist beides Elektro. Okay, also rechts ist nur Elektro und links ist Elektro-Stahl vermutlich. Weswegen da der Einäscherer sehr gut war. Das ist so cool, dass es trotzdem noch Doppelkämpfe gibt hier. Das gab es ja in einigen Spielen dann wieder nicht. Die haben das irgendwann mal eingeführt und da war das mega krass, dass es einfach Doppelkämpfe gab. Ich glaube, da war sogar jeder Kampf ein Doppelkampf, ne? Bei irgendeinem älteren Pokémon. Ich will mich da jetzt nicht zu sehr auf einen Pokémon festlegen, aber irgendeins gab es da. Nexandros levelt jetzt halt mega schnell. Haben zwar jetzt ein paar Level verloren, dadurch, dass wir das alte Evoli ausgetauscht haben, aber das ist okay. Puh, das ist echt schwer, nur ein paar Worten ausdrücken, aber was für ein Potenzial. Oh, shit, ich hab gar nicht aufgenommen. Oh Leute, ich muss doch noch eine Sache tun. Es tut mir leid, wir müssen nochmal ins Pokécenter. Beziehungsweise nein, wir müssen in die Boutique rein. What the fuck, wo bin ich denn hier jetzt gelandet, hä? Okay, hier war ich auch noch nicht. Okay, wir gucken uns hier mal um. Da ist auf jeden Fall ein Trainer. Pokéball nehmen wir natürlich auch noch mit. Der will nicht kämpfen. Zahltag, okay. Du willst wirklich nicht kämpfen? Hallo? Ich verspüre dir zwar großes Potenzial als Trainer, aber es ist noch etwas zu früh. Komm wieder, wenn du Champ geworden bist. Oh. Okay, das merken wir uns einfach mal, dass hier so ein Typ ist, der gegen den Champ kämpfen will. Aber hier wollte ich gar nicht hin. Ich wollte in die Boutique rein. So, ich hoffe, das geht hier. Ich will mich nämlich einmal umziehen. Geht das nur in der Umkleidekabine? Ah, okay. Denn wir haben ja ein Outfit gekauft. Nämlich die Geisteruniform. Und die würde ich jetzt einfach gerne. Wir haben auch eine Pflanzenuniform. Lol. Ihr könnt mir doch nicht sagen, dass ich jetzt immer diese Challenger-Uniform tragen muss bei den Challenges, weil die sieht wirklich am langweiligsten aus. Wäre doch viel geiler, wenn ich an diese Pflanzenuniform angehabt hätte, jetzt in dieser Pflanzenarena. Egal, wir nehmen jetzt auf jeden Fall die Geisteruniform, denn ich habe die ja für 18.000 gekauft, deswegen ziehe ich sie auch an. So, denn das habt ihr mir gesagt, man kann das anscheinend nur in der Boutique machen. So, haben wir das auch. Des Weiteren werden wir nochmal ganz kurz in die Galar-Mine gehen, denn da meinte auch die Nicole, dass dieses Pokémon, das auf den Gleisen ist, tatsächlich ein Pokémon ist. Das heißt, ich muss das mal jetzt irgendwie hier abfangen. Ach, das ist tatsächlich. LOL. Ein Waggon. Ein Waggon erscheint. Was ist das denn für ein scheiß Name? Ein Waggon. Es ist tatsächlich ein Pokémon. Das ist so bescheuert, dass es schon wieder witzig ist. So, er ist Level 18, deswegen denke ich mal, ein Rasierblatt wird es nicht töten. Aber sehr effektiv sein. Nicht mal sehr effektiv. Das ist ja höchst interessant. Aua. Okay, dann ist das wahrscheinlich einfach nur Stein und nicht Gehstein. Ist das dasselbe? I don't know. Okay, wir werden auf jeden Fall Memeon einwechseln. Ich dachte, Exandros wäre da ein bisschen stärker, aber leider nicht. Feuer, Feuer wird da wahrscheinlich sein. Feuer, Gestein. Und weil es halb Feuer ist, ist halt Rasierblatt nicht effektiv dagegen. Oder? Bin ich gleich mal gespannt, was für ein Typ das ist. Ja, wahrscheinlich wird er sterben durch eine Aquawelle. Deswegen setzen wir mal lieber nur Sternschauer ein. Das sollte ja gegen alles mehr oder weniger gut sein. Sieht auf jeden Fall interessant aus, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, das ist wahrscheinlich die Nachentwicklung von Klack-Kong, die Donkey. Hält auf jeden Fall eine Menge aus, wie es aussieht. Aber witzig, dass das wirklich ein Pokémon ist. Na gut, komm, einen Klaps machen wir noch, damit er im roten Bereich ist. Klack. Und dann ist er doch easy fangbar mit einem
normalen, schnöden Pokéball. Flieg- und Sieg-Pokéball! Mit meiner Geisteruniform schüchtere ich dich ein, sodass du im Pokéball bleiben musst. Lau, hab ich dich. Aber Waggon ist ja wohl der behindertste Name ever. Klar, es passt zu dem Pokémon. Aber Waggon ist doch schon ein Eigenname. Ja, Waggon wird ohne G hinten geschrieben im Deutschen. Wenn ich das richtig... Also Waggon wird es eigentlich geschrieben, glaube ich. Aber trotzdem, das ist ja super doof. Da bin ich gespannt. Was ist denn das für ein Typ? Ein Kohle-Pokémon? Gesteinfeuer. Also doch Gesteinfeuer. Aber weil er halb Feuer ist, ist Pflanze nicht gut dagegen. Okay, merkwürdig. Es produziert Steinkohle in seinem Körper. Die von ihm abfallende Kohle wurde früher in der Galar-Region fürs tägliche Leben genutzt. Das ist ein sehr gutes Pokémon, muss ich sagen. Und endlich Energie durch Kohle? Das war scheiß. Unser Outfit sieht doch mega cool aus, oder? So schwarz geht halt immer. Ich find das nice. Gut, dann danke auf jeden Fall nochmal an die Nicole, dass sie mir gesagt hat, dass das auch ein Pokémon ist. Sonst wäre ich hier nämlich, glaube ich, nicht nochmal zurückgegangen. So, okay, das war's dann jetzt aber erstmal wirklich mit dem Backtracking, was wir so machen mussten. Jetzt geht's hier richtig los, auf Route 5. Ich bin sehr gespannt, was wir hier so bekommen. Das ist ein süßes Viech. Ist das so ein Fuchsding? Nee, das ist eine Maus. Ein Pikachu. Auch sehr süß. Es gibt endlich wieder neue Pokémon. Guck doch mal, wie süß die alle sind. Haben wir eigentlich noch irgendwie... Ja, wir haben hier noch einen Ruckzucki. Also Exandros muss auf jeden Fall noch neue... Oh, der ist Level 20. Neue Attacken lernen, damit wir überhaupt mal ein bisschen Damage mit ihm machen können. Und er muss natürlich ja noch aufleveln. Naja, Sandwirbel wird keinen Damage machen, Heule auch nicht, ist halt die Sache. Also einen von den beiden werde ich auf jeden Fall noch auswechseln. Und es hat keine Wirkung oder hat das gerade verfehlt? Ich habe gerade nicht hingeguckt. Der macht auch schon wieder viel zu viel Damage. Wechseln wir JC ein. Level 20 jetzt schon. Also mit dem Level sind wir auf jeden Fall eigentlich gut dabei. Wir sind nicht zu hoch, aber auch nicht zu niedrig mit unseren Pokémon. Außer jetzt Exandros. Den ein bisschen außen vor gelassen. Finde ich soweit ganz gut, dass das nicht zu einfach wird. Einäscherung! Wow! Nein, nicht Gesang. Ich hasse Gesang. Bitte schläfer mich nicht ein. Nein. Jay, bleibe standhaft. Ah, okay, dann nicht. Ja, schlafen ist schön. Ich verstehe das schon. Na gut, dann probieren wir es einfach mit dem Pokéball, weil ich keine Lust habe, Jay jetzt nochmal auszuwechseln. Uno, dos, tres. Ja, so ein kleines Maus-Pokémon. Was soll das so großes tun gegen Pokébälle? So, und Pikachu ist ein Chichilla-Pokémon. Es entfernt Schmutz mit seinem Schweif. Beim Hausputz ist es eine große Hilfe, aber sein Putzfimmel kann auch anstrengend werden. Auch sehr nützliches Pokémon. Heute kriegen wir nur nützliche Pokémon. Damit wir ein glückliches Leben führen können später. Und was sind das hier für Viecher? Sieht aus wie ein Wollklumpen. Ein Flauschling. Die Namen einfach. Die Namen sind so herrlich. Okay, Flauschling wird wahrscheinlich Pflanze sein. Dann wird Rasierblatt wahrscheinlich nicht so viel bringen. Aber der wird auch nicht viel Damage abziehen. Trugträne. Das ist so eine Art Schaf, aber irgendwie auch Baumwolle. Ganz merkwürdig. Yo! Was? Wieso zieht dir das kostet so viel Leben ab? Ach du Scheiße. Okay, Rip Exandros. Ja, natürlich nächstes Pokémon, sonst darf ich ihn ja nicht wiederbeleben. JC schläft? Das ist natürlich blöd. Okay, Memeon, du musst rein. Ein Glück habe ich nicht die richtige Nuzlocke-Challenge, sondern nur die Mini-Nuzlocke-Challenge. So, okay, wir nutzen Beleber für Exandros. Wäre ja doof, wenn er jetzt heute erst entwickelt worden wäre und dann sofort tot ist. So, Exandros lebt wieder und dann Sternschauer, würde ich einfach mal sagen. Nicht sterben, danke. Nächster Pokéball, Flieg und Sieg. De. Toi. Remy, it's Remy. Und Flauschling ist ein Zuckerwatte-Pokémon. Die Menge an Zucker, die es pro Tag verschlingt, entspricht seinem Körpergewicht. Bekommt es nicht genügend Zucker, wird es unausstehlich. Der frisst also 3,5 Kilo Zuckerwatte am Tag, ja? Alles klar, Typ Fee. So, und ich weiß jetzt nicht, ob diese Nuzlocke-Challenge mit dem Wiederbeleben wirklich so gut... Ein Wohin genau! Wirklich so gut ist. Weil eventuell macht das Spiel zu leicht. Aber ich will Exandros ja auch behalten. Deswegen ist es ja nur eine Mini-Nuzlocke-Challenge. Passt schon, Leute. So, wohin genau ist auf jeden Fall ein Wasser-Pokémon. Deswegen sind wir da, glaube ich, ganz gut aufgestellt mit Rasierblatt. Oh. Nee, der ist auch normal, ne? Okay, alles schlägt hier fehl. Perfekt. Ich habe die Befürchtung. What the fuck? Okay, der wechselt wieder aus. Ich habe die Befürchtung,
dass ich Exandros nicht an erster... LOL. Nicht an erster Stelle haben sollte. Ich kann mein Pokémon wieder nicht wechseln, dann setze ich nochmal Rasierblatt ein. Ey, es trifft ja doch mal. Coole Sache. Bodyguard. Ist er jetzt gegen Rasierblatt immun? Ich meine, das gegnerische Team wird von einem Schleier umhüllt. Was heißt das alles? I don't know. Alles merkwürdig. Pokémon ist ein merkwürdiges Spiel. Naja, Leute. Ich kann euch übrigens einen Tipp geben. Bei eBay Kleinanzeigen, wenn ihr da verkaufen wollt. Ich glaube, für eBay zählt das auch. Verkauft keine Erotikartikel. Ich habe versucht, einen Erotikkalender zu verkaufen da, weil ich den geschenkt bekommen habe, aber keine Verwendung dafür habe. Und die haben das einfach gesperrt und haben mir sogar eine Verwarnung gegeben. Also Leute, wenn ihr einen Pornokalender habt, der war sogar in Farbe und Schwarz-Weiß, je nachdem, wie rum man ihn aufgehangen hat, dann tut den nicht bei eBay Kleinanzeigen rein, wenn ihr euren Account behalten wollt. Weil die sperren das anscheinend. So, habe ich hier mein Infotainment auch schon mal wieder rausgehauen. Sehr gut. Achso, und wenn ihr Interesse habt an so einen Pornokalender für 2020, schreibt mich mal an, Leute. Ich mache euch ein Freundschaftsangebot. So, wohin genau? Jetzt bleibt mit dem Pokéball drin. Au. Weil ich weiß jetzt nicht, wie ich den loswerden soll. Vielleicht gehe ich mal in eine Werkstatt. Die sammeln sowas doch, oder? Und fragt bitte auch nicht, warum ich sowas geschenkt bekomme. Pokéball los! Jetzt fang ihn doch bitte endlich. Okay, das wohin genau ist ein bisschen widerspenstig. Dann heule ich dich jetzt zu. Wenn du so doof bist. Dadurch sinkt nämlich dein Angriff, haha. Und ohne Angriff kannst du meinen Pokéball nämlich nicht ausweichen. Come on. Oh, fast hätte es geklappt. Ja, auf jeden. Leck mich doch. Was soll denn das jetzt hier? Ah, oh, okay, ein Ruckzuckhieb. Sollte den nicht töten, oder? Ja, easy nicht getötet. Aber ich finde witzig, dass das überhaupt nicht angreift, das wohin genau. Jetzt bleib bitte im Ball drin. Ich hatte eben noch 30 Bälle. Eins. Wohin genau, bitte? Ich will dich doch nur in meinem PC haben. Das ist doch eine tolle Aussicht für dein Leben, oder nicht? Ich kriege ja gleich einen Pokémon-Arm, wenn ich so weitermache. Alles klar. Das wird zu doof. Wir probieren nochmal einen Ruckzuckhieb. Wahrscheinlich stirbt er jetzt einfach. Ja, fuck. Ach, wohin genau? Ich habe dir so viele Chancen gegeben. Aber du wolltest ja einfach nicht hören. Oh. Und da hinten ist garantiert noch irgendwas. Da ist schon wieder ein Wohin genau. Irgendwas versteckt, hallo? Darf ich da bitte hin? Ein Pokéball mit Wechselhülle. Und tragen. Dieser harte Panzer sorgt dafür, dass sein Träger unter allen Umständen ausgetauscht werden kann. Oh. That is klinging very nice. Dann kriegt das einfach mal Nickel, weil sie noch nichts hat. Ach nee, ha, Nickel darf ja nichts haben. So, da kriegt das Lazy. Und wir versuchen es mit einem zweiten Wohin genau. Na gut. Ein weibliches, das erkennt man an dem Lippenstift, Leute. Konter? Au, was? Mann, Exandros stirbt hier immer weg. Meine Beleber. Oh Mann, wieso kann er mich kontern, der Doofkopf? Hätte ich vielleicht drauf achten sollen, aber egal. Ja, dann Sonquow, du bist dran. Fuck my life, ey. Exandros ist heute schon zweimal gestorben. Ja komm, wir setzen eine Top-Beleber. Behalte ich lieber für eine Arena-Challenge, wo es dann wirklich wichtig wird, dass ich meine Pokémon auch behalte. Toll, ey, aber jeder Beleber kostet auch immer 2000 Poké-Dollar. Mega dumm. Ja, dann pflück ihn halt weg. Jetzt kontert der mich immer weg. Was macht der für ein scheiß Damage? Holy crap. Damit ist Sonko auf jeden Fall auch tot. Geile Scheiße. So, und wohin genau ist er richtig stark? Warum ist Konter so heftig? Jetzt muss ich nochmal einen Beleber einsetzen. Gegen meinen eigenen Regeln. Oh man, das ist ein teurer Kampf. Das ist ein sehr teurer Kampf. Und irgendwann habe ich halt keine Beleber mehr, beziehungsweise keine Poké-Dollar mehr, um meine Pokémon tatsächlich immer wieder zu beleben. Also vielleicht wird das mit dieser Mini-Nutstock-Challenge, so einfach sie auch ist, also es ist eigentlich mehr ein Blind-Let's-Play, kann das doch noch zum Problem werden später. Jetzt bleib doch bitte einfach nur im Pokéball drin. Come on. I hate you. Jawohl, was soll ich tun? Oh, komm! Der will mich doch verarschen. Ich kann doch jetzt Leute bis 25 fangen. Das sollte doch kein Problem sein. Digi, hast du meinen Arena-Orden nicht gesehen? Gut, ich setze meinen einzigen Superball ein, den ich noch habe. Bitte bleibe drin. Eins, zwei,
3. Danke! Mann! Fucking wohin genau? Oh, in weiblich, oder? Meine Fresse! Zumindest bringt er viele XP. Aber holy shit, hat das lang gedauert. Vor allem, das war richtig teuer. Das hat doch jetzt locker 6000 Poké-Dollar gekostet oder so. Ein Gedulds-Pokémon. Oh ja, sowas von geduldig muss man sein bei dem. Es heißt Licht und Schocks. Wird es angegriffen, pumpt es sich auf, um einen Gegenschlag vorzubereiten. Habe ich gemerkt. Das war ja das nervigste Pokémon aller Zeiten. So, die Lursis wollen wir nicht haben. Meine Güte, hallo. Ach, hier ist die Pension, oder was? Hi, willkommen beim Pokémon Hort. Ich nehme hier die Pokémon von Trainern in Pflege. Wenn du zwei Pokémon gleichzeitig abgibst, kann es vorkommen, dass ein Ei gefunden wird. Ja, ich möchte bitte Pokémon abgeben. Und zwar zwei Evolis, die ich hier habe. 1000 Poké-Dollar, ja easy, damit ich bald gar kein Geld mehr habe. Evo, Evo! Gut, und jetzt kommt da irgendwann ein Ei raus. Und ich glaube, bei den Eiern können sogar auch Shiny-Pokémon rauskommen, nicht wahr? So, okay, da ist ein Team Gel-Typi. Das heißt, hier kommen wir wahrscheinlich noch nicht vorbei, oder was? Ole, 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 ole. Hey, Tudor, wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal dein Fahrrad rüberwachsen, und zwar Dolly. Mit dem Rad können wir den anderen Arena-Changer prima den Weg abschneiden. Und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal ein Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpass ihnen eine Abreibung. Ich gehe so lange hier an den Rand. Clown? Wer hat was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad nur borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuscheuchen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf ordentlich auf die 12. Uli, 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 uli. Was haben... Ach so, Zigzags, genau. Die hatten ja diese Punk... Diese Punk-Pokémon. Na, Xanthos, du bist ja jetzt schon Level 18? 18. Gegen so ein Zigzags kommst du ja wohl an, oder? Mit so einem geilen Rasierblatt? Komm, Xanthos, zeig mal, was du kannst. Ja, so will ich das von Xanthos sehen. Das ist schöner Damage. Und das ist eine schöne Verteidigung. Der hat nur drei Leben abgezogen. Und Ruckzuckkipp können wir natürlich auch. Du kannst Ruckzuckkipp, ich kann Ruckzuckkipp, wir alle können Ruckzuckkipp. Da ist der schon mal weg. Ein Gaunux. Okay, keine Ahnung, was ein Gaunux ist. Aber ich glaube, Sonkow kann da gerne mal zeigen, was er kann. Ah, die Weiterentwicklung von Foxery. Der sieht aus wie der Musketier-Typi. Mit seinem kleinen Bärtchen und seinen Augenverbandzeug. Okay, dann finde ich es aber sogar gut, dass ich Foxery ausgetauscht habe, weil die Weiterentwicklung finde ich jetzt nicht so geil, wenn ich ehrlich bin. Sieht zwar witzig aus mit dem kleinen Bärtchen. Das Bärtchen, Alter. Aber sonst... Oh, wir sind Team Jerry, wir stellen uns den Trainer den Weg. Arg, das ging nach hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Kommst du ja nicht in die Quere. Zubiris. Okay, das ist auf jeden Fall ein Geist-Pokémon. Das weiß ich durch Pokémon Go. Das heißt, Exandros ist hier nicht so geil. Dann doch eher Nickel, die auch schon wieder ein Pokéball bei sich trägt. Nickel, Nickel. Oh mein Gott, bin ich erstaunt. So, ich glaube, Unlicht ist nämlich auch gut gegen Geist, oder? Beziehungsweise vielleicht ist er gar nicht Geist, sondern auch Unlicht. Nein, er ist Geist. Okay. Aber er ist zumindest zurückgestreckt. Ja, der Rest bringt wahrscheinlich gar nichts, kann ich mir vorstellen. Dass Elektro überhaupt keine Wirkung hat gegen Geist. Ah, doch, hat's. Okay. Und zieht sogar mehr ab als der Biss. Das ist ja heftig. Quah! Wie komisch das aussieht. Ja, ja, komm. Mach hier einfach noch ein paar Funkensprünge. Oh nein, wir können Funkensprung nicht mehr einsetzen. Was soll Nickel jetzt bloß tun? Vielleicht ja noch einen Biss einsetzen. Ich wollte schon immer ein Zubiris aufessen. Om nom nom, oh, das schmeckt lecker. Xandros Level 19. Geht mega schnell mit Xandros. Bald ist er auch auf dem Level wie die anderen Pokémon. Oh, das Fahrrad hat mich abgelenkt, sonst hätte ich nicht verloren. Oh, du bist einfach zu stark. Wie sollen unsere Favoriten denn da die Arena-Challenge gewinnen? Da hilft nur eins, wir müssen dich noch härter sabotieren. Wart's nur ab. Oh, danke, du bist ja echt der Wahnsinn. Hast du da einen Pokédex? Weißt du was? Hier, ich schenke dir mein Fahrrad. Weil du mir ja geholfen hast. Es hat sogar einen Motor. Ah, verstehe, ein Motor. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit dem Fahrrad. Yeah, ein Rotomrad, dankeschön. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich ein Rotom befindet. Dank des Rotom-Motors erreicht das Rad absolute Spitzengeschwindigkeit. Geil, wir haben ein Fahrrad. Und ziehen uns sofort um, wenn wir es anhaben. Also wenn wir es ausgerüstet haben. Immer schön mit Helm fahren. Ja, geil, jetzt können wir hier richtig schnell umherfahren. Okay, das finde ich sehr gut. Hallöchen.